Und dann geht's ab nach Monongan. Die falschen Hände fallen. Menschliche Fußknochen, angenagt von einem Bär mit zerbrochenen oder deformierten Zähnen. Ich habe die Drüsen und die Hirnmasse eines E-Cops in einen Fisch geschmeißt und eine neue, vollkommen neue Kreatur erschaffen. Ich werde reich. Ich muss das auch bei größeren Tieren versuchen. Was lernt man daraus? Nicht Bärengene manipulieren. Okay, da vorne scheint, als würde das rauchen. Kurz noch das Jagdgewehr mit Schalldämpfer. Okay, den haben wir auch. Die sind da jetzt nicht so heftig. Ah, hier wird Platz. Ah, hier unten. Nur aufs Radar unten auch schauen. Jetzt sieht man's. Wir haben sogar nur eine Quest abgeschlossen. So. Der eine oder andere hat es wahrscheinlich nur gar nicht gesehen, dass hier noch ein Gegner ist. So, aber auf jeden Fall habe ich ein gedämpftes 2-Schuss-Jagdgewehr. Macht insgesamt 140 Damage mit meinen Verbesserungen. Und ich muss sagen, dass es echt stabil ist. Aber wahrscheinlich, wenn ich irgendwann mein Unterhebelgewehr besser im Mods gefunden habe, dann werde ich wahrscheinlich wieder auf das umsteigen, weil ich finde es ein bisschen nervig, dass es nur einen Schuss jeweils hat und dann immer nachladen muss. Aber es macht echt gut Damage, weshalb ich jetzt das momentan auch benutze. Okay, hier schon. Und heute stürmen wir hier das Gebäude. Hier. Das Fort Defend. Ja. Und das ist das ist normalerweise ein altes Gebäude der Bruderschaft, wie man ja auch so schön hier sehen kann. Und ich schätze mal, wegen dem neuen Update ist hier auch die Tower Defense dran. Automatische Flugabwehrrakete, okay. Aber das hat wahrscheinlich mit einem Event zu tun. Hier ist klar. Geld nicht mit, damit ich momentan noch eine Quest erledige. Dann würde ich mal sagen, dass wir reingehen. Okay, Jacke wir. Hier ist schon. Eischhauch. War hier schon jemand? Persönliche Aufklärungsnotizen. Ich wusste es. Ich war schon mal auf einem Schulausflug hier. Die Wände sind so robust, wie ich es in Erinnerung habe. Dem Paladin wird es gefallen. Die Stromleitungen verlaufen unterirdisch bis nach Thunder Mountain. Und so viel Platz für alles. Aber das Ganze ist stark renovierungsbedürftig. Und erst der Gestank. Und dann gibt es da noch ein kleines Problem mit den Ghoulen. Aber dafür haben wir ja Power-Rüstungen und Miniguns. Will ich in einem Irrenhaus leben? Nun ja, wenigstens ist es besser als im Venture, wo man eingequetscht haust wie eine Sardine. Das Silver Ende. Schau mich nicht an! Könntest du später wiederkommen? Ich brauche Zeit für mich. Eigentlich für immer. Stimmt was nicht? Wegen meiner Schwester. Ich dachte, ich wäre schon drüber weg. Ihr letztes Gefecht war hier. In Fort Defiance. Ich hätte bei ihr sein sollen. Ich bin so ein Feigling.
außer die Toten zurückzubringen? Nein, nicht. Aber ich weiß das Angebot zu schätzen. Hier, bitte. Bei dir ist es besser aufgehoben. Die Allegheny-Anstalt. Oder vielmehr, Fort Defiance. So nannte es die stählerne Bruderschaft, als sie hier war. Fort Defiance. Symbol des Kampfs und Widerstands gegen die Verbrannten. Widerstand leisten heißt nicht, Erfolg zu haben. Sie sind alle tot. Jeder einzelne von ihnen. Hier hatten sie ihr letztes Gefecht. Dachten, sie könnten die Verbrannten abwehren. Aber sie wurden besiegt. Ich weiß nicht, was sollte ich von den Leuten halten, für die meine Schwester starb. Ohne die Bruderschaft wäre sie vielleicht mitgekommen. Und wäre vielleicht noch bei mir. Oder vielleicht hätte sie auch etwas anderes gefunden, um dafür zu sterben. Dass sie Monster sind. Sie töten jeden, der nicht so ist wie sie. Und wofür? Was ist der Grund? Aus welchem Grund musste meine Schwester sterben? Entschuldigung. Das fühlt sich alles so grausam an. Zu deiner Frage. Viel weiß ich nicht. Warum? Ich habe nichts mehr, wofür es sich zu leben lohnt. Als die Verbrannten nach Appalachia kamen, lief ich weg. Kaede wollte mit mir zur Bruderschaft, aber ich hatte Angst zu kämpfen. Und zu sterben. Ich weiß, dass es besser ist, für etwas zu sterben, als für nichts zu leben. Okay. Ich bin ein erbärmliches Würstchen namens Jonah. Weil ich einen Fehler zu viel nicht wieder gut machen kann. Diese elendige Existenz ist meine Buße. Meine Eltern sind schon lange tot. Im Krieg gestorben. Meine Schwester, Kaede, war Ritter der Bruderschaft. Sie war die Beste, kein Zweifel. Entschlossen, die Welt in eine bessere Zukunft zu führen. Also hat sie hier, Fort Defiance, dafür gekämpft. Jetzt erlebe ich diese Zukunft. Und sie nicht. Vielleicht. Aber dafür fehlt mir der Wille. Ich war schon immer schwach. Geh und lass mich in Ruhe trauern. Aber danke. Aha. Oh, hier ist ein neues Kostüm. Anstaltsmitarbeiterhut. Dann hören wir nur noch hier noch das Holoband an. Krankenhausvorfallsbericht. Assistenzpsychiater Dr. Kessel. Einer der Junior-Krankenpfleger hat einen Nervenzusammenbruch erlitten. Er war Patient 5A3 zugewiesen, dessen Krankheit sich in notorischer Selbstverletzung manifestiert. Patient 5A4 ist zwar nicht gewalttätig, greift und begrapscht aber jede Person, die Hilfe zu verabreichen versucht. Dann gibt es noch Patient 5B7, der ohne ersichtlichen Grund in laute, klagende Schreie ausbricht. Das war, zusammen mit der ständig geforderten Aufmerksamkeit und den notwendigen hygienischen Säuberungsmaßnahmen, zu viel für den jungen Pfleger. Wir fanden ihn mit einem Essenstablett in der Hand, regungslos vor einem der Patientenzimmer stehend. Einer der anderen Pfleger hatte bemerkt, dass er sich seit über einer Stunde nicht gerührt hatte.
Als er endlich auf unsere Versuche reagierte, zu ihm durchzudringen, wirkte er überrascht, dass so viel Zeit vergangen war. Während des Entlassungsgesprächs brach er in Tränen aus. Er wollte wissen, ob etwas mit ihm nicht stimmt, ob er hier als Patient enden würde. Ich erklärte ihm, dass nervöse Erschöpfung gerade unter Krankenhausangestellten ein verbreitetes Leiden sei. Nach ein paar Monaten der Ruhe könne er sich erneut für den Job bewerben. Das war jedoch kein Trost für ihn. Auch sehr interessant. Ich nehme kurz noch den Whisky hier rein. Und ich höre schon irgendwo ein Bendigo. Ein toxischer. Cool. Aber unsicher ist es jetzt bisher noch nicht sehr heftig. Die Idee ist, dass das hier im Cranberry Book ist. Mir jetzt Heftiges vorgestellt, aber bestimmt werde ich in 2 Sekunden so richtig heftig. Aber sehr interessant auf jeden Fall. Die Holobände. Und das Ganze hier drumherum. Eine sehr coole Location. Ich weiß aber noch gar nicht genau, wo ich hin muss. Aber das sehen wir ja hier und ist mega groß. Okay. Noch wohin? Jo, da geht's noch überall weiter, okay. Ich muss mich jetzt erstmal orientieren. Hier unten waren wir ja schon. Kommen wir hier mal so die kleinen Zimmern. Okay, so jetzt. Aber coole Einrichtungen. Hier noch. Eine Art Labor, würde ich mal sagen. Vielleicht so ein Medikamentenbereich, wo man die Medikamente für die Patienten angemischt hat. Anstaltsmitarbeiter vom. Okay, nice. Cool aus. Und apropos Anstalt, ich habe hier schon ein Camp von einem Spieler gesehen. Also da war ich echt erstaunt. Zwar ziemlich gut gemacht. Er hat so eine Art Psychiatrie gemacht. Und am Schluss konnte man dann am Ende in den Vault-Bereich reingehen. Und der hatte so einen kleinen Vault. Und dort war dann noch mit Plüschtieren und allem drum und dran eine Kirche gemacht. Also eine Art Kirche. Also es war echt gut gebaut. Indigo muss irgendwo hier sein. Mir aufpassen. Aber da sieht man, manche geben sich richtig Mühe bei so Camps. Und da gibt es aber auch wirklich welche. Da muss man einfach sagen. Naja. Ich finde persönlich, Camps macht das Spiel um. Ja, 20-30% besser wird es diese Sache nicht geben. Wäre ich sogar ganz ehrlich, würde ich das Spiel gar nicht mehr spielen. Okay, hier geht's auch noch weiter. Okay, der rascht da unten gleich aus. Und vielleicht hat es ja der eine oder andere schon gesehen. Fallout hat fürs neue Update erst ein kleines. Kann ich überladen? Okay, nicht viel.
einen Teaser-Trailer rausgebracht. Da das Update, wo 2022 kommen soll, mit der Bruderschaft. Und war ich hier gerade? Ich muss die Plasma-Kerne wegschmeißen. Ich weiß, kann man für den Plasma-Laser, der Plasma-Gun, weiß jetzt gerade nicht mehr den Namen. Wir nutzen aber auch, ich habe 49 Stück in meiner Truhe. Ich glaube, das reicht auch. Hier auch noch. Habe ich mir doch gedacht. Und nein. Manchmal leben die nicht. Und erst, wenn du die dann schlägst, werden die lebendig. So lebendig, wie die auch sein können. Ja, schon halb. Waren wir hier unten? Ja. Und hier ist auch wieder so eine Medikamentenzubereitungsstation. Ja, vom Damage her geht's eigentlich. Aber ich finde auch, mit höherem Level hältst du auch mehr aus. Das ist auch so. Hier ist gut. Nimm ich mit. Ah, naja. Okay, jetzt bin ich ja nicht überladen. Aber ja, habe eigentlich genügend Gold. Okay. Ist nur so ein kleiner Wartebereich. War schon ein Zettel? Ach, hier. Wir haben die Kuh gefangen. Wir haben darüber abgestimmt, wie sie heißen soll. Was ich als ganz gute Demokratien Demokratienbung erwiesen hat. Dass die Diskussion so temperamentvoll werden würde, hat mich allerdings doch überrascht. Aber vermutlich kann man sich über alles aufregen. Unsere Kuh heißt jetzt jedenfalls Bertha. Weshalb hat eine Irrenanstalt eine Kuh? Ich kann auch euch kurz noch zeigen. Oh, hier ist gerade so ein Event. Spielbrett. Ich bin sogar schon ziemlich weit jetzt gekommen. Bin jetzt bald am Ende. Ich weiß aber nicht, ob ich es schaffe. Aber das werde ich ja dann sehen. Bin auch nicht sicher, ob Fallout das gelöst hat. Auf jeden Fall war es in Season 1 so, dass man jede einzelne Quest machen musste, und wenn man die dann alle gemacht hat, musste man zusätzlich noch die EP-Missionen, irgendwie 10-mal machen, damit man überhaupt schafft, nur durch das Ende zu erreichen, weil sonst war es eigentlich nicht möglich, außer du hast natürlich Atomics ausgegeben. Und die Kosten, ja, außer halt für die Fallout First Mitglieder, die bekommen die ja monatlich, aber müssen ja auch was bezahlen. Und auf jeden Fall fand ich das eigentlich mega blöd, weil man hat ja nicht mal die Zeit bekommen,
das überhaupt so zum Schaffen. Also das fand ich echt sehr blöd. Ich hoffe, dass in dieser Season jetzt nicht so ist. Normalerweise müsste die Season bis Ende Juli gehen. Okay, also wir sind hier ganz oben angekommen. Und hoffe auch, dass man es einfach auch so schaffen kann. Würde ich jetzt sehr blöd finden, weil doch diese Season... Das war ja gerade sowas von dämlich von mir. Sorry für das. Wo geht's hier eigentlich nochmal hoch? Mann, das war echt dämlich. Normalerweise sind die Wendigo gar nicht mehr so heftig. Das war ja gerade echt dumm gemacht. Also machen wir es halt kurz mit dem Gatling-Gewehr. Ja. Also es sind nicht mehr so. Ja. So, dann haben wir das hier eigentlich auch erledigt. Okay, und hier können wir nicht mehr rein. Dann würde ich sagen. Würde ich mal sagen, dass wir hier weitermachen und hier ist auch. Das. Generatoren haben keinen Treibstoff mehr. Weiß nicht, wie lange die Jungs am Thunder Mountain bei so vielen Brandbestien noch durchhalten können. Wenn die Batterien ausfallen, sind wir alle tot. Jeder, der das liest, soll wissen, dass ich mein Bestes versucht habe. Wir alle haben das. Die Sterne Bruderschaft hat die Stellung so lange gehalten, wie es nur geht. All die Brandbestien kommen einfach immer wieder. Wie läuft die Zeit davon? Hören Sie mir deshalb zu. Wenn die Brandbestien immer noch eine Bedrohung sind, müssen sie zur obersten Etage gelangen. Die Sicherheitstüren sind beste Militärqualität. Finden Sie einen Weg an ihnen vorbei. Schaffen Sie das, woran wir gescheitert sind. Halten Sie die Brandbestien auf. Die Stromversorgung bricht ab. Muss los. Ad Victoria. Gelehrter Grant. Okay. Und hier noch ein Holoband. Wenn du das hörst, Fremder, dann bin ich tot. Die Bruderschaft ist tot. Aber ich bin erleichtert, dass jemand anderes am Leben ist. Überhaupt jemand. Mir ist schnurzegal, ob du Chinese oder Amerikaner bist oder was auch immer. Du bist ein Mensch. Ich habe nicht viel Zeit. Aber die Verbrannten sind eine größere Bedrohung, als du dir je vorstellen könntest. Du musst irgendwie die Sicherheitsvorkehrungen umgehen, die ich eingerichtet habe. Wenn du mal zum Militär gehört hast, brauchst du nur deinen Militärausweis von der Regierung. Und wenn nicht, finde einen anderen Weg. Ich weiß, dass ein Geist wohl nicht so überzeugend ist. Aber denke an mehr als nur deine eigene Haut. Und denk daran, wie viel auf dem Spiel steht. Wir haben das getan. Deshalb gehe ich jetzt da raus, um zu sterben. Ad Victoriam. Gelehrter Grant meldet sich ab. Ad Victoriam. Naja, also wie man sieht, wir haben es wohl nicht geschafft und wir müssen hier jetzt die Stellung aufräumen bzw. verteidigen. Okay. Wir müssen jetzt auf jeden Fall zum obersten Stockwerk. Warte, schlechtes Gewehr. Hier noch weiter. Da kommen wir auch zu den Türen, wo wir auf der anderen Seite waren.
Ich bin jetzt komplett überladen. Nur ein zweites Gatling-Geschütz. Möchte ich aber nicht wegwerfen. Möchte es verwerten. Auch immer, wenn das vielleicht der ein oder andere noch nicht weiß, verwertet die Gegenstände, da bekommt ihr Mods. Vielleicht weiß der ein oder andere nicht, aber in hier ist manchmal, ja gesagt, hier ein Event, muss man gegen eine Brandbestien-Königin kämpfen und da besteht die Chance, ich weiß nicht, ob es immer ist, aber auf jeden Fall, dass man einen Chatpack erhält. Ich habe ihn für eine Power-Rüstung bekommen, die ich jedoch nicht habe. Bin ich jetzt richtig? Okay. Ah, doch, hier ist auch noch was. Bin ich denn hier gerade so rübergekommen? Ah, ja, okay. Ah, doch, passt. Ah, hier ist nur Mähmunitionstasche. Für ballastische Fasern. Ich auch wieder meine Rüstung reparieren kann. Ich muss sagen, Power-Rüstung spiele ich eigentlich sehr selten, muss ich sagen. Also ich brauche sie eigentlich nicht mehr, weil ich eigentlich starke Waffen habe, also nicht die besten jetzt, aber es reicht, um eigentlich mit denen auszukommen. Und deshalb ist momentan irgendwie die Power-Rüstung ein bisschen überflüssig. Aber ich habe sie natürlich immer dabei. Gerade für tägliche Operationen. Ja, da brauche ich eine Power-Rüstung, weil die sind echt extrem heftig. Okay. Jetzt noch darüber. Ist er überhaupt recht alt? Noch nicht. Okay, hier sind. Ah, hier ist zu, okay. Von Weitem sah es echt aus, als wäre das. Ja, es sieht echt von Weitem aus, als würde es noch funktionierendes Terminal. Ja, da schon. Gehen wir jetzt nach oben. Nochmal ein Stockwerk und da vorne ist der Aufzug. Ich muss jetzt echt sagen, also. Ist ja schon fast langweilig. Du bekommst schon viel ballastische Fasern. Okay. Dann ist hier so ein Versorgungsraum, würde ich mal sagen. Hat schon gedacht, das Poster kann man mitnehmen. Oh, leider nicht. Hey, wo geht's hier jetzt wieder? Riesen Gebäudekomplex. Man muss sagen, entweder war hier jemand schon oder hier sind echt so wenig Gegner. Hm. Außer die Kakerlaken und halt anmeißen.
eigentlich hier gar nichts los. Haben wir die Farbe schon? Bitte, bitte. Nein. Okay, wo was ist das jetzt hier? Okay, jetzt sind wir hier wieder in einem neuen Bereich. Voltec-Racker. Ja, das ist ja witzig. Kann ich bei mir im Camp ausstellen? Findet man bestimmt sehr selten. Okay, wo bin ich jetzt? Also jetzt habe ich ja komplett die Orientierung verloren. Unten auf dem oberen Stock. Waren wir doch hier schon, oder? Okay, ich gehe jetzt auf jeden Fall mal nach oben. Wo unten scheint mal nicht so auszusehen, dass hier noch irgendwas gibt. Vielleicht müssen wir ja hier jetzt in die Brandbestie bekämpfen. Man weiß es nicht. Irgendwo da vorne muss der auf. Hier waren wir überrascht. Da sind wir hochgekommen. Die Ameisen, die sind schon echt heftig. Die halten viel aus. Und wenn die zu mehr sind, dann können die dich auch ganz schnell wegmachen. Hey, also hier waren wir vorher schon. So, sind wir auf jeden Fall hochgekommen. Und hier ist der Aufzug. Und Gott sei Dank die Werkstatt. Herzlichen Glückwunsch, Appalachia. Paladin Zegadi hat mir von eurem Sieg in Huntersville erzählt. Ich weiß, der Erfolg war mit hohen Verlusten verbunden, aber zukünftige Generationen werden euch danken. So wie ich euch jetzt danke. Ich bin voller Stolz, aber das ist nicht der Grund für diese Mitteilung. Einer der Aufträge der Bruderschaft lautet, stets nach wertvoller Technologie Ausschau zu halten. Nach allem Möglichen, was uns auf unserem Weg helfen könnte. Doch ich sehe in allen Richtungen nur Chaos. Kein Licht brennt und die Menschen sind kaum besser als Barbaren. Zivilisation. Jeden Tag denke ich an Zivilisation. Lizzie muss mittlerweile von dem Wort die Schnauze voll haben. Um die Zivilisation wieder aufzubauen, um sie zurückzuerobern, werden unsere Nachfolger die Geheimnisse der Vergangenheit brauchen. Und diese Geheimnisse laufen Gefahr, auf immer und ewig verloren zu gehen. Bis jetzt waren unsere Gelehrten nichts als Werkzeuge, die unsere Ritter beschützten und unsere Basen instand hielten. Das muss sich ändern. Bis jetzt war die Bruderschaft eine gut gerüstete Kampftruppe. In Zukunft werden wir die Hüter der Zivilisation. Wir müssen also jeden Bauplan, jedes Holoband, jedes Buch und jede gottverdammte Notiz einsammeln, die die Bausteine der alten Welt enthalten, bevor es zu spät ist. Unsere Gelehrten werden sie an sich nehmen, sicher verwahren und vielleicht sogar neue Erkenntnisse gewinnen. Und die Ritter werden sie beschützen, wie eine harte Schale um einen kostbaren Samen. Eines Tages, wenn die rechte Zeit gekommen ist, wird aus diesem Samen eine neue Zivilisation erblühen. Dies ist es, warum wir geboren wurden. Seht ihr das nicht auch? Mitmenschen zu helfen ist ein gutes Ziel, das Ziel eines Soldaten. Aber auf diese Weise werden wir der Antrieb sein, der die Welt verändert. Sicher habt ihr Fragen. Paladin Zegadi ist voll informiert. Ich habe größtes Vertrauen in das Volk von Appalachia. Ältester Maxon, Ende. Aha, okay. Müssen wir jetzt auf jeden Fall schauen, dass wir hier irgendwie in diese Sicherheitstüre reinkommen.
Weil ich bezweifle, dass mir da jetzt einfach ab hier nur für registriertes Personal der stählernen Bruderschaft. Hey, das war mit Stimme. Und hier ist so ein kleines Waffenlager. Ich nehme kurz alle mit, damit ich sie verraten kann. Irgendwo bestimmt irgendwo in der Nähe. Egal. Müssen wir uns da kurz reinhacken. Hat jemand ein paar Sachen liegen lassen? Okay, also neues Personal registrieren. Ah, okay. Und jetzt müssen. Meistens. Jetzt bin ich überladen. Toll. Also echt nach langer Suche bin ich jetzt hier nochmal in diesen Raum hineingegangen, habe mir den Zettel angeschaut und das war der Hinweis. Und dadurch müssen wir jetzt hier zum Camp McLintock gehen, das sich wahrscheinlich am anderen Ende der Welt befindet. Okay, der ist jetzt gerade nicht. Ah, hier, okay. Also hier oben befindet sich dieses Camp McLintock. Aber das werden wir nicht in dieser Folge machen, denn diese geht auch heute mal wieder schon viel zu lange. Deshalb verabschiede ich mich hier jetzt. War heute eine ziemlich große Folge und auch ein paar Gegner waren dabei. Jetzt nicht so die Mega-Action. Aber es war ganz cool, hier mit dem SB-Rucksack sind wir hier in der Psychiatrie und müssen als nächstes zum Camp McLintock. Bis zum nächsten Mal, euer Tauber und Hardy.